So Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal um die besten Winterjacken für unter 150 Euro. Ich dachte mir mal, dass ich euch in dem Video einfach zeige, was man für gute Jacken jetzt hier im Winter tragen kann. Ich merke draußen, wenn ich zur Schule laufe, morgens immer, wie krass kalt es eigentlich schon ist, dafür, dass es Mitte Oktober ist. Und deswegen dachte ich, dass man jetzt auch schon langsam an eine Winterjacke denken könnte. Ich persönlich habe dann selbst gemerkt, es gibt eigentlich fast gar nichts Gutes auf dem Markt, beziehungsweise gibt es nichts, was man so pauschal empfehlen kann. Und es ist eigentlich relativ schwierig, da was Gescheites zu finden. Deswegen eben, wie gesagt, heute hier dieses Video. Ich persönlich habe mir jetzt selbst 3 Jacken bestellt, davon werde ich auf jeden Fall eine zurückschicken, will euch die aber trotzdem mal zeigen, falls es euch interessiert. Ich denke, man kann da immer so ein bisschen was mitnehmen und ich glaube, gerade bei so einem Thema wie Winterjacken kann man nicht wirklich genug sehen. Ich habe mich in eine Jacke von den 3 wirklich extrem verliebt, die kann ich euch wirklich krass ans Herz legen, werdet ihr nachher auch sehen, dass es eine sehr krasse Jacke ist. Wie gesagt, es sind alles Jacken unter 150 Euro, die ich selber besitze oder eben aus dem Internet kenne. Ich habe mich bei einigen sehr auf die Rezension verlassen, deswegen kann ich euch da nicht 1000% bestätigen, wie die wirklich sind, aber wie gesagt, meine Jacken, die ich jetzt hier am Start habe, sind wirklich extremst krass. Die werde ich euch, wie gesagt, in diesem Video vorstellen und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach an mit der ersten Jacke. Ich habe jetzt hier natürlich wieder mein MacBook am Start, wo ich die Jacken auch nochmal geöffnet habe. Und zwar wäre die erste Jacke so eine wattierte Down-Jacke für 130 Euro und das ist eigentlich auch schon die beste Jacke, weil ich denke, so das Beste normalerweise zum Schluss, aber ich dachte, heute kann ich mal eine Ausnahme machen und die euch schon direkt hier am Anfang zeigen. Und zwar ist es hier diese Downjacke, wie gesagt, die ist relativ groß geschnitten, beziehungsweise hat sie hier eben so einen leichten Stehkragen, wie man hier hoffentlich sehen kann. Ich glaube, ihr kennt es alle, im Winter ohne Schal rumzulaufen, endet meist damit, dass man krank wird und Halsschmerzen bekommt, was mich immer extremst abfuckt. Deswegen habe ich darauf geachtet, eine Jacke zu kaufen, die eben noch hier oben um den Nacken und um den Hals, wenn man sie zumacht, quasi geschützt ist. Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Dazu hat sie auch noch so eine Kapuze und insgesamt hält die sowas von warm. Ist eine Downjacke, so viel ich weiß, beziehungsweise fühlt sie sich so an, extrem weich, extrem hochwertig. Und ist einfach extrem leicht. Ich glaube, das haben Down ja so an sich, dass sie einfach extrem leicht sind und sich auch so ein bisschen den Temperaturverhältnissen anpassen. Ich weiß nicht, was man an der kritisieren kann. Die kostet, wie gesagt, 130 Euro, hält extrem warm, sieht gut aus, hat einen schönen Fit. Es sind Down, so viel ich weiß, und das ist, finde ich, immer sehr nice bei Jacken. Das Einzige, was mich bei der Jacke ein bisschen stört, ist der Reißverschluss. Ich habe die sowieso bis jetzt nur offen getragen. Ich habe die schon ein paar Mal angehabt und habe sie, wie gesagt, nur offen getragen. Aber der Reißverschluss klemmt ab und zu. Das ist ein bisschen schade bei der Jacke. Sonst gibt es da wirklich überhaupt keinen Kritikpunkt. Da lohnt sich wirklich jeder Cent. Eine sehr krasse Jacke. Vom Fitting würde ich sagen, wenn ihr zwischen 2 Größen steht, nehmt die größere. Weil ich persönlich denke auch, dass Winterjacken, gerade wenn man darunter noch einen Pulli oder sowas trägt, dass sie dann schon ein bisschen größer sein dürfen. Und ich denke, auch wenn man eine Winterjacke, die krass ist, wenn man die 2 Jahre hat, ist es ja eigentlich auch gar kein Problem. Wie gesagt, ich würde da vielleicht ein bisschen größer nehmen, aber auch nicht übertreiben. Die fällt so oder so schon vom Fit her einfach groß aus. Ist eine sehr krasse Jacke hier, diese Downjacke für 130 Euro, wie gesagt, könnt ihr euch gerne mal genauer anschauen. Und dann geht es auch schon weiter mit der nächsten Jacke und zwar ist es eine, die ich jetzt leider nicht hier am Start habe, aber die ist von Urban Classics und ich persönlich finde Urban Classics sowieso immer extrem krass, weil sie einfach von der Preis-Leistung sehr gut sind. Und das ist jetzt eben so ein Parker ohne Fell hinten, aber ich bin so überzeugt von Urban Classics, jedes Mal aufs Neue, wenn ich mir einfach ein Basic-Shirt kaufe, wenn ich mir eine Jacke kaufe oder was auch immer, ist es eigentlich immer krass und immer überzeugend, zumindest was eben Preis-Leistung angeht. Und deswegen habe ich hier diesen Herrenparker rausgesucht, ohne Fell, einfach ein ganz normaler schwarzer bzw. olivfarbener oder auch elfenbeinweißer Parker, den man sich hier eben auf Amazon aussuchen kann. Kostet zwischen 60 und 90 Euro und ist von der Preis-Leistung auf jeden Fall extrem gut. Ich habe mich jetzt auch so ein bisschen auf die Bewertungen von den Kunden verlassen. Viele schreiben, dass sie wirklich preis-leistungstechnisch sehr gut ist und gut verarbeitet ist. Ich persönlich kann jetzt wirklich nicht viel sagen, aber falls ihr die Jacke haben solltet, schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet und was man bei der Jacke beachten sollte. Macht auf mich einen sehr hochwertigen Eindruck. Wie gesagt, checkt das Ganze mal aus. Über meine Amazon-Links bekomme ich eine kleine Provision, wenn ihr darüber was kauft. Würde mich ziemlich freuen. Dann geht es auch schon weiter mit Jacke Nummer 3 und zwar ist die von Nike. Eine Nike-Herrenjacke. Da bin ich ein bisschen am struggeln, ob ich die behalten soll oder nicht. Ist im Prinzip wie die, die ich gerade eben gezeigt habe, also auch so wattiert, ohne Fell, ohne nix, einfach mit einer Kapuze und eben so eine wattierte Jacke. Was ich an der Jacke nice finde, ist, dass sie hier auf der Brust eben nochmal hier so ein Nike-Logo hat, wie man hier hoffentlich erkennen kann. Sie ist an sich auch sehr, sehr schlicht, man kann da nicht wirklich viel dazu sagen, ist eine ganz schwarze, wattierte Jacke. Ich finde das Fitting nicht ganz so krass für mich persönlich, deswegen bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob ich die behalten soll. Zumal die andere Jacke mir ein bisschen besser gefällt, aber die hier ist auch sehr nice. Ich habe mir da ein bisschen unsicher, habe deswegen einfach mal beide bestellt. Die geht wahrscheinlich zurück an Amazon, obwohl die sehr krass ist eigentlich, nur ist die andere irgendwie mehr mein Fall, kein Plan. Könnt ihr euch auch mal anschauen, diese diese Nike Winterjacke, die kostet
schau gerade mal. Ich glaube 100 Euro, ja genau, 98 Euro. Und ich meine, 98 Euro für eine Winterjacke ist wirklich sehr gut. Die ist auch qualitativ echt krass. Bei Nike kann man ja eigentlich wirklich nie was sagen und die hält warm. Also das kann ich euch versprechen. Die ist so massiv und so gut gepolstert. Deswegen checkt auch mal, wenn ihr Bock habt, diese Nike-Winterjacke aus. Jetzt geht es auch schon weiter mit der dritten Jacke, beziehungsweise nein, schon mit der vierten Jacke. Und zwar ist die von New Look, ein Parka mit Fellfutter, mit so Kunstfell. Den habe ich jetzt hier auch am Start, aber den schicke ich safe zurück, weil ich persönlich feiere so Jacken zwar. Das sind, wie ihr sie alle sicher kennt, diese ganz normalen langen Parka-Jacken mit dem Fell hinten dran. An sich sind die eigentlich echt nice. Nur finde ich persönlich, dass ich so eine Jacke letztes Jahr schon hatte und vorletztes Jahr auch schon. Und deswegen ist es nicht ganz so mein Fall, aber die kostet hier, glaube ich, 70 Euro und ist auch sehr nice gemacht. Also ist auch gefüttert, hat hier gechillte Taschen und so Reißverschlüsse, wo man einfach seine Sachen verstauen kann. Zu der kann ich jetzt wirklich nicht so viel sagen. Aber so Jacken sind eigentlich immer angesagt und immer gerne gesehen. Ich finde auch das Fell sehr schön. Ist für ein Kunstfell echt gut gemacht. Kenne ich auf jeden Fall viel Schlechteres bei so Kunstfelljacken. Also es geht auf jeden Fall klar. Hinten die Kapuze ist auch nochmal mit so einem, ich sag mal, Schafsfell oder so, mit so einem Sherpa-Fell ausgefüttert. Alternativ dazu gibt es auch noch den Adidas Exploric Parker, den ihr sicher alle kennen solltet. Ist relativ gehypt, sag ich mal, in letzter Zeit. Kostet ganz genau 150 Euro und ist quasi auch so eine Felljacke. Nicht ganz so lang, also nicht ganz so mantelmäßig, aber hat hinten eben so dieses Kunstfell auch und ist wahrscheinlich ein bisschen hochwertiger als die Jacke von New Look für 70 Euro. Könnt ihr euch gerne mal anschauen. Wie gesagt, da kann ich euch auch nicht so viel erzählen, aber ich habe von vielen gehört, dass diese Exploric Parker von Adidas extrem nice sein sollen, deswegen checkt das Ganze aus. Und jetzt kommen wir schon zur letzten Jacke für heute, und zwar wäre das hier diese, ich sag mal, Lammfell-Biker-Jacke. Also ich glaube, ihr kennt alle diese Lederjacken, die hier dieses Lammfell am Kragen haben, und die ist quasi gleich aufgebaut so, ist von innen auch gefüttert und hat hier so einen schwarzen Lammfell-Besatz. Ich finde das irgendwie ein bisschen nicer, als wenn das so in diesem beige oder hellfarbenen Ton ist. Finde ich nicht ganz so nice, und die Jacke kostet 143 Euro und ist von der gleichen Marke wie die erste Jacke. Und die erste Jacke ist mit Abstand wirklich die allerkrasseste. Ich habe mich so in diese Jacke verliebt, weil sie einfach echt heftig ist. Ich habe aber jetzt trotzdem mal die hier rausgesucht, falls ihr auch mal sowas ausprobieren wollt im Winter. Ist, finde ich, auch sehr nice, ein bisschen was anderes, hat nicht jeder an und kostet, wie gesagt, auch hier 143 Euro, und von der Qualität der Marke bin ich auf jeden Fall überzeugt. Aber ansonsten war es jetzt eigentlich auch schon wieder von meinen Top 6 Winterjacken, die ich jetzt rausgesucht habe. Ich habe in diesem Video versucht, so günstig wie möglich zu bleiben und Jacken zu finden, die von der Preis-Leistung echt gut sind, und ich hoffe, das ist mir gelungen. Falls es mir gelungen sein sollte, gebt auf jeden Fall meinen Daumen nach oben oder abonniert meinen Mode-Channel für mehr Modevideos. Und ansonsten war es das. Bis zum nächsten Mal. Ciao.